So, heute ist von Amazon.de ein kleines Päckchen gekommen mit dem T-Mobile G1, auch bekannt als HTC Dream. Wollen wir uns heute mal anschauen. So, da haben wir das gute Stück. Versiegelte Verpackung. Jetzt bin ich mal gespannt. Da haben wir es in Schwarz. Macht einen guten Eindruck so in der Hand. So ein bisschen anti-rutsch beschichtet. Nicht schlecht. Die Tastatur geht stramm. Also hier dieser Bildschirmflip. Das sieht doch nicht schlecht aus. Schauen wir mal, was noch weiter dabei ist. Oh, eine Tasche ist dabei. So was ähnliches wie bei HTC. Aber hier ist das aus Leder. Dann haben wir USB-Kabel zum Laden. Ach ne, hier ist noch ein extra Ladegerät dabei. Das ist praktisch nur das Verbindungskabel. Und natürlich Headset. Auch über Mini-USB. Das Headset brauchen wir nicht. USB-Kabel auch nicht. Das Ladegerät. Hier haben wir Bedienungsanleitung und Software. Da gucken wir eventuell später mal rein. Hier haben wir noch den Akku, der ist natürlich wichtig. Und die Tasche. So. Das ist doch kein Leder, das ist, ich weiß es nicht genau, vielleicht so eine Art Neopren. So, machen wir den Akku mal rein. Wenn ich herausfinde, wie das aufgeht, heißt das. Da müssen wir doch mal in die Anleitung schauen. Wir wollen das gute Stück ja nicht gleich zerlegen. So, hier ist auch Folie. Die brauchen wir sowieso. Akku Seite 4. Ah ja, die Entriegelung ist hier. Na, das ist ein bisschen knifflig.
glaube, das muss man ein paar Mal gemacht haben, um zu wissen, wie das geht. Glauben wir, jetzt habe ich es. Also allzu oft sollte man das, glaube ich, nicht aufmachen. Ich glaube, die hätten besser den Akku sofort da reingebastelt. Das ist ja gefährlich. So, jetzt haben wir noch offen. Machen wir erstmal eine SIM-Karte rein. Dazu nehme ich die aus meinem HD, da ist es auch noch eine D1-Karte. So, SIM rein, Akku rein und Deckel drauf. So, Deckel drauf geht schneller als Deckel ab. Brauchen wir noch ein Ladegerät und dann wollen wir mal schauen, was das Teil so kann. So, Ladevorgang läuft. Ich lasse die Originalfolie jetzt erstmal dran. Die passt gerade so gut. So, dann wollen wir mal schauen. Da war dann anscheinend eine Weile. Wie wir sehen, haben wir hier unten vier Tasten. Wir haben einen SIM-Lock, sehe ich gerade. Ich gebe mal eben meinen Code ein. Okay. Habe ich mich jetzt so vertan?